Jetzt komme ich mal ganz gechillt hier von der Seite reingelehnt. Willkommen bei der Zero Page, willkommen bei meiner CNC-Fräse, der Hobbyline 6045 von Sorotec, die ja gebraucht zu mir kam und an der ich schon ein bisschen gearbeitet habe, ein bisschen an der Steuerung gearbeitet, insbesondere aber auch hier diesen Maschinentisch gebaut. Video dazu gibt es tatsächlich, habe ich euch verlinkt. Und es war relativ schnell klar, dass der Maschinentisch, so wie ich ihn gebaut habe, nicht fertig ist. Denn man sieht hier auf der Seite, da steht das Notebook, hier ist die Steuerung. Unten kann man nicht sehen, ist der Frequenzumrichter. Also ein bisschen Zeug, was zur Fräse gehört, aber noch auf einem anderen, kleineren Maschinentisch ausgelagert ist. Und wenn ich die Fräse mal im Raum verschieben möchte, wenn ich die woanders betreiben will, wenn ich mal irgendwie mehr Platz brauche, dann ist das ungünstig, wenn ich den großen und den kleinen Maschinentisch gleichzeitig verschieben muss. So soll das nicht sein, so war es nie geplant. Das ist eine Übergangslösung und die muss weg. Will heißen, in diesem Video werden wir nichts fräsen, aber wir bauen was für die Fräse, nämlich die zweite Ebene hier in den Maschinentisch rein. Eine, wie ich finde, pragmatisch hemdsärmelige Lösung. Ich habe überlegt, schweiße ich da irgendwie ein Kreuz rein und lege eine Platte drauf und mache das irgendwie total shiny und gut. Und ihr seid ja hier bei Professor Precision, aber diesmal machen wir das, quadratisch praktisch gut, um mal diesen Werbeslogan zu bemühen. Ich würde sagen, wir gucken uns ganz kurz mal an, wie es da unten ausschaut und was an Material so gebraucht wird und wie ich mir das vorstelle. Und dann geht's auch schon los. Let's go. Geht auch nichts über einen schönen Perspektivwechsel. Wie stelle ich mir das mit der zweiten Ebene hier vor? Ist ziemlich einfach und schnell erklärt. Auf die rechte Seite kommt ein Brett, auf die gegenüberliegende ebenso. Dann werden die beiden Bretter mit Leisten verbunden und auf die Leisten schraube ich die zweite Ebene, fertig. Dann können Frequenzumrichter, Steuerung und Co. können dann hinten auf die zweite Ebene. Da stehen auch schon die Bretter für die Seitenteile bereit. 19 mm Spanplatte, gerade noch bezahlbar im Moment, Multiplex und Siebdruck. Ist ja völliger Irrsinn, Juni 2022, ich denke, ihr wisst, was los ist. Ja, deswegen Spanplatte und es gibt aber eine Herausforderung. Dann habe ich ja das Notebook noch nicht von dem kleinen Maschinentisch wegbekommen. Das muss ja eigentlich hier vorne irgendwie hin, um die Fräse zu steuern. Und eigentlich brauche ich auch noch Stauraum für Fräser und anderes Zubehör. Spannzahn zum Beispiel. Das sollte ja eigentlich irgendwo hier vorne passieren und so will ich das auch machen. Das heißt, die Seite soll teilweise geschlossen werden. Hier sollen Schubladen rein, ein oder zwei. Und da gibt es eine Herausforderung, weil hier, genau wie dort, so Diagonalen eingeschweißt sind. Wer hat das nur gemacht? Also ich war es, ja. Für die Stabilität des Tisches, um Vibrationen rauszunehmen. Aber ich glaube, dass die Diagonalen hier vorne ein bisschen Overkill waren. Die sind zu viel des Guten und ich denke, ich werde im ersten Schritt diese Diagonalen jetzt wieder rausflexen, was bestimmt keinen Spaß macht, aber notwendig ist. Also fangen wir mal damit an. Ich nehme jetzt mal bewusst hier den kleinen Bosch Pro 12 Volt Winkelschleifer, weil ich mir einbilde, mit dem ein bisschen mehr Gefühl zu haben. Denn ich möchte möglichst wenig von den Vierkantstellen hier in Mitleidenschaft ziehen. Fangen wir mal an. Ja, das geht, wenn ich ein paar Tage Zeit habe. Wir brauchen schwereres Gerät. Also mal unter uns, ne? Flexen finde ich okay, aber Schruppen macht echt keinen Spaß. Riesensauerei, dauert lange, tierisch anstrengend, aber muss ja gemacht werden. Musik
Dieser kleine ASMR-Spaß sei mir gegönnt. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ja, die Diagonalen sind draußen. Alles ist schön beigeschliffen. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Handwackelkamera-Slider-Fahrt. Dann erzähle ich noch ganz kurz was hier zur Wahl der Werkzeuge und der Methode. Und dann geht es auch schon weiter. So sieht das jetzt aus. Diese kleine Lücke hier tut der Stabilität keinen Abbruch. Da werde ich nicht nachschweißen. Das passt schon. Ja, und das ist doch eigentlich soweit ganz gut geworden. Ein Wort zur rabiaten Methode hier mit dem Fäustel, erst mit dem Schlosshammer, dann mit dem Fäustel, diese Diagonalen da rauszuprügeln. Diese Variante ist deutlich einfacher, als die Teile so exakt abzuflexen, dass sie quasi von alleine rauskommen oder rausfallen. Insofern habe ich mich für die Methode entschieden. Ja, aber bist du denn des Wahnsinns, an dem Maschinentisch rumzuprügeln, wo die CNC-Fräse draufsteht? Naja, ein bisschen Wahnsinn gehört natürlich dazu, wenn man so einen YouTube-Kanal betreiben will. Zum einen, zum anderen, ja, habe ich mich auch nicht super beigefühlt, gebe ich zu. Aber die Maschine ist transportiert worden. Die muss sowieso sehr dringend mal kalibriert werden. Und das wird aller Voraussicht nach nächste Woche passieren. Da kommt jemand, der richtig, richtig Ahnung hat, der mir dabei unter die Arme greift und danach ist das Ding tippitoppi. Und bis dahin wollte ich das unbedingt auch fertig haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, mal beherzt ein paar Hammerschläge, das passt schon. Zur Wahl der Werkzeuge. Ihr habt das gesehen, ich habe anfangs versucht, mit dem Ding zu flexen, ein bisschen zu schwachbrünstig, bin dann auf die Maschine von Ryobi umgestiegen. Mit der Trennscheibe hat es gut geklappt. Später dann das grobe Material hier mit der Schrubbscheibe abgenommen und dann die Feinarbeit hier mit dem Bosch 12 Volt Wickelschleifer gemacht. Und das war eine super Kombination. Hat gut geklappt. Ich habe natürlich nicht alles nochmal nachgefeilt mit der Handfeile. Also so wahnsinnig bin ich dann doch nicht. Wenn euch mein Werkzeug interessiert, ist einiges davon in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter hier mit der zweiten Ebene. Ja, es ist so schön, wer misst, misst, misst. Halte ich gar nichts von. Ich habe nichts gegen Präzision. So, Laserpointer to the rescue. Das sind 71,8. 71,7. 71,7. Wow, wer hat denn hier geschweißt? Der kann es ja wohl. Lol. Alles ausgemessen und normalerweise würde ich jetzt diese Maße hier auf die Spanplatte übertragen und dann sägen und dann anhalten und hoffen, dass es passt. So, das ist mir aber gerade wegen der Schrägen und insbesondere wegen der Schweißnähte, die auch noch auftragen, ist mir das alles ein bisschen zu heikel. Und deswegen werde ich die Maße zunächst auf ein Stück Pappe passender Größe übertragen und dann dieses Pappstück einpassen. Und erst wenn das Pappstück da gut drin sitzt, dann übertrage ich die Maße des Pappstücks auf die Spanplatte. Pappstück, Spanplatte. Naja, also kurzum, damit ich hinterher nicht die Pappe aufhabe, mache ich es so wie beschrieben. Jetzt muss ich erstmal ein Stück Pappe suchen. Die Pappe ist zu wabbelig. Das wird nicht präzise genug werden. Ich suche nochmal was anderes. Und die Suche ist beendet. Erfolglos, muss ich ergänzen. Kannst knicken, würde man hier im Ruhrgebiet sagen. Denn ich habe nichts gefunden, was passt. Und dachte mir, komm, dann leihen wir doch zwei-, dreilagig mit so Pappstücken eine Platte zusammen, die sicherlich eine hinreichende Stabilität gehabt hätte. Aber aufgrund der Wabenstruktur in der Pappe war ich mir unsicher, wie das mit den Schnittkanten wird, ob das dann alles so sauber ist und habe gesagt, nee, ist mir zu heikel und habe mir dann einfach hier so eine 8 mm Spanplatte besorgt, die ist eben, die ist stabil, mit der wird das gut funktionieren, also anzeichnen und zusägen und dranhalten und so lange wiederholen, bis es sitzt. Thank you.
Passungstest. Es schadet nie, wenn man sich selber gut kennt und die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen weiß oder auch Mangel selbiger. Denn glücklicherweise hatte ich 2 8mm Spanplatten geholt, weil ich tatsächlich die erste direkt verhunzt habe. Die schrägen rechts, links, die passten gar nicht. Und ich habe wieder mal die 3mm Sägeblattbreite vergessen. Habe hier beherzt abgelenkt, um festzustellen, sind ja 3mm zu viel geworden. Das heißt, diese Schablone hier leider unbrauchbar. Glücklicherweise ist das Holzstück so groß, dass man es in anderen Projekten noch verwenden kann. Die zweite Schablone hat dann aber richtig gut gesessen. Ich musste nur an einer Schräge ein bisschen nacharbeiten, ein paar Rundungen wegen der Schweißnähte einbringen. Und jetzt habe ich hier eine richtig coole Schablone, die ich genau dafür verwenden werde, nämlich als Schablone. Ich kann mir das jetzt hier also sozusagen grob aus der weißen Spanplatte rausschneiden und dann mit dem Bündigfräser, mit der Oberfräse, ganz sauber mit dem Ding hier als Schablone arbeiten. Und das wäre mit so einer Pappschablone definitiv nicht möglich gewesen. Schaut es euch an, was ich meine. Ich glaube, das wird gut. Bündigfräser. So, der Anlaufring läuft an der Schablone entlang und der Fräser muss natürlich hier die Spanplatte komplett abnehmen können. Das heißt, er muss noch etwas höher. So. Jetzt werde ich die Platte hier ungefähr 1 mm hochsetzen. Als Abstandshalter unten nehme ich hier einfach so ein Kartenspiel. Das Gute von Star Wars. 4 Karten sind ungefähr 1 mm, 1,1. Das sollte passen. We'll be right back.
Kennt ihr diese, komm, das mache ich mal eben schnell Projekte? Das hier ist keins davon. Es gab zwar viel im Schnelldurchlauf zu sehen, aber es hat dann in Natura doch deutlich länger gedauert. Dafür habe ich jetzt statt nur zwei, drei Ebenen. Das war nicht geplant und gefällt mir aber trotzdem sehr gut, dass ich jetzt noch mehr Staufläche habe. Es gibt jetzt noch mal eine kurze Handwackel-Kameraslider-Fahrt mit sakraler Kaufhaus-Hintergrundmusik. Danach räume ich hier noch mal im Schnelldurchlauf die Sachen rein, Frequenzumrichter, Steuerung und Co. Kurzes Fazit danach und dann war's das. Alles, was ich mir für dieses Projekt vorgenommen hatte, ist erreicht. Ich habe eine zweite Ebene. Ich habe sogar eine dritte, ungeplante. Und alle Sachen, die zu der Fräse gehören, konnte ich auf diesen beiden Ebenen verstauen. Es gibt jetzt einen zentralen, einen Ausschalter vorne links gut zu erreichen. Und ich kann die Fräse im Raum verschieben, wenn es mal nötig sein sollte. Plus der kleine Maschinentisch hier, der ist jetzt auch endlich wieder frei. Sollte mal eine neue Maschine kommen, muss ich keinen neuen Tisch bauen, sondern habe jetzt den in Reserve sozusagen. Hier vorne wollte ich ja noch zumachen, das war ja nicht Teil dieses Projektvideos hier. Vielleicht eine Schublade, vielleicht zwei Schubladen, das weiß ich noch nicht, ob ich das mache, insbesondere wann ich das mache. Aber es ist völlig klar, dass das Notebook da unten zur Bedienung der Fräse nicht optimal ist. Also, ne, also rein aus ergonomischen Gründen ist es viel zu tief. Und naja, also irgendwann muss ich da nochmal ran. Für den Moment geht das hier aber. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir gerne ein Like da oder ein Abo mit Glocke, verpasst ihr nichts. Oder schreibt mir was in die Kommentare, wie ihr das findet. Ne? Schreibt doch rein, boah, die Spaltmaße, das ist ja, das passt ja alles hinten und vorne nicht. Ja, ihr seid bei Professor Precision, aber ich kann auch mal 5 gerade sein lassen und hier gegen Form über Funktion, nee, Funktion über Form. Das, ja, ich weiß auch nicht, ob ich es besser gekonnt hätte, ist gar nicht so einfach, ne? Weil es ist ja irgendwie vielleicht nicht 1000%ig maßhaltig geschweißt und dann muss man da noch Holz einpassen. Naja, also seht's mir nach. Wenn es euch gefallen hat, lasst irgendwas da, würde mich freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mir auch was da. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart. Schaut bald mal wieder rein bei MC Europage. Bis dahin. Tschüss.